Herzlich willkommen zur Taizé-Andacht am Mittwoch nach dem 14. Sonntag nach Trinitatis. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen. In dieser Woche ist eine Auswahl aus dem 146. Psalm dran, mit dem lange bekannten Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinem Gottlob singen, solang ich bin. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Halleluja, Halleluja. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden und die Hungrigen speiset. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und er hält die
Waisen und Witwen. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott Zion für und für. Halleluja. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott für. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Halleluja, 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 Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Als Lesung heute aus dem Brief, aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich, aus dem 5. Kapitel. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Ihr Lieben, der
erste Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich gilt als das älteste Schreiben des Apostels Paulus. Nur mal so, also wir sind da noch ganz am Anfang dessen, was der Paulus so verkündigt, jedenfalls am Anfang dessen, was schriftlich auf uns gekommen ist. Und hier haben wir nun einen Abschnitt aus dem 5. Kapitel. Paulus' Briefe sind oft so aufgebaut, dass in den ersten Kapiteln wir viel erfahren über Lehre und über das Heil, das uns gewährt ist und wie es uns gewährt ist. Und in den hinteren Kapiteln, zu denen im ersten Brief an die Thessalonicher das 5. gehört, erfahren wir mehr über, wie wir leben sollen, wie wir handeln sollen, wie wir als Christen uns benehmen sollen. Das ist hier auch so. Deswegen geht es gleich los mit "Wir ermahnen euch". Nicht der ganze Brief ist eine Ermahnung, aber an dieser Stelle geht es los mit "Wir ermahnen euch". Und es ist interessant, offenbar ist schon der ältesten Christenheit bekannt gewesen, dass Menschen im Laufe der Zeit so eine Art Schlendrian entwickeln. Und dann werden immer mehr Sachen egal und sie werden gewohnheitsmäßig. Und Gewohnheiten werden auch so ein bisschen unbewusst und laufen routinemäßig ab. Also wer da jetzt nachlässig wird und allmählich schleift sich immer mehr von der christlichen Liebe und dem Eifer für eine Nachfolge Christi, schleift sich immer mehr ab, die sollen ermahnt werden, dass sie doch zurückkehren möchten zu dem, wie sie angefangen haben. Also es geht weniger darum, jemanden niederzumachen, zu sagen, ich ermahne dich jetzt, ich tadele dich. Das ist mit Ermahnung nicht gemeint. Ermahnung in dem griechischen Wort, das da steht, ist eigentlich mehr Ermunterung und Ermutigung. Auf keinen Fall Tadel. Also die Nachlässigen, die bringt wieder zurecht, die spornt wieder an. Die Schwachen sollt ihr tragen und seid geduldig mit jedermann. Es steht ausdrücklich da, jedermann. Also offenbar macht diese Geduld nicht an den Grenzen der Glaubensgemeinschaft Halt. Gemeint ist jedermann. Jagt allezeit dem Guten nach, füreinander, das ist innerhalb der Glaubensgemeinschaft, jagt jederzeit dem Guten nach, aber eben auch für jedermann wieder über die Glaubensgemeinschaft hinaus. Und da merkt man, dass Nachfolge Christi eben keine Vereinsdisziplin ist, sondern etwas, das ausstrahlt über die Grenzen hinaus und die Grenzen der eifrig fröhlichen Gemeinde der Nachfolger Jesu Christi überschreitet und die Lindigkeit, so drückt sich Luther aus, wenn er den Philipperbrief an einer Stelle übersetzt, die Lindigkeit der Gemeindeglieder ausstrahlen lässt auf alle. Jeder soll es wissen. Jetzt kommt ein schöner Satz: Seid allezeit fröhlich. Also freut euch im Herrn alle Wege. Also Philipperbrief klingt da auch schon an. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen. Dieses "Seid dankbar in allen Dingen" hört man ja oft und oft. Und es ist häufig verbunden mit Positive Thinking, also nimm alles von der positiven Seite und sei für alles, auch für den größten Mist, erst einmal dankbar. Das wird deiner Seele gut tun. Kann man so machen. Unter der Hand wird aber auch wieder eine pflichtschuldige Dankbarkeit heraus, die am Ende mit Fröhlichsein und Freude nicht viel zu tun hat. Immerhin, der Wille Gottes in Christus Jesus für uns ist dies: dass wir allezeit fröhlich sein, ohne Unterlass beten und dankbar sind in allen Dingen. Das muss als Ideal- und Zielvorstellung uns vor Augen bleiben. Der mittlere Satz, betet ohne Unterlass, braucht eine Erklärung. Betet ohne nachzulassen, wird das in neueren Übersetzungen gerne übersetzt und übertragen. Also wenn ihr betet, seid darin intensiv und macht nicht irgendwann da auch so eine routinemäßige Gewohnheit draus, die dann so vor sich hin klappert, aber ihr seid mit euren Gedanken und eurem Herzen gar nicht mehr dabei.
das vermeidet. Man kann das aber auch sehr viel wörtlicher nehmen, als die neueren Übersetzungen das nahelegen und tatsächlich sagen, betet ohne Unterlass. Also betet immer stets und ständig. Solange ihr Atem holt, betet. Und die alte Kirche, insbesondere ihr östlicher Zweig, hat immer auch gewusst um eine Gebetspraxis, die jeden Atemzug, den ein Mensch tut, mit dem Spiritus Sanctus. Spiritus ist auch Bezeichnung für den Atemzug. Spiritus Sanctus mit diesem Heiligen Geist in Verbindung bringt und also jeden Atem geschehen lässt, als ob wir Gott selbst in uns einsaugen, wenn wir die Luft in uns einsaugen und als ob wir dann den Atem wieder entlassen, aber den Herrn in uns behalten. Also, das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Wichtig ist, es soll kein Schlendrian draus werden, der irgendwann auch gegenstandslos wird, weil er leer und unbewusst vor sich hin klappert. Den Geist löscht nicht aus. Diese Formulierung rechnet damit, dass Menschen den Geist auslöschen können. Und unsere deutsche Geschichte hat leider Beispiele, schmerzliche, schmerzhafte und beschämende Beispiele davon, wie massenhaft der Geist ausgelöscht worden ist und ein Ungeist an seine Stelle getreten. Der Ungeist rassistischer Überheblichkeit, wir seien was Besseres als andere Menschen und andere Menschen, die von Gott genauso nach seinem Bilde geschaffen sind wie wir selbst, müssten umgebracht werden, weil sie keine Lebensberechtigung hätten. Also den Geist kann man auslöschen, wir Menschen können das. Und diese Formulierung nimmt das auf und sagt es jetzt den Christen. Offenbar haben die es auch nötig, dass ihnen das gesagt wird. Löscht den Geist nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prophetische Rede hat in unserem evangelisch-lutherischen Kirchentum eigentlich wenig Platz. Und doch gibt es gelegentlich mal so Zeitansagen, wo jemand Dinge sagt, die deutlich über das hinausweisen, was gerade Tagespolitik ist. Also ich erinnere mich, dass als Donald Trump die Präsidentschaft errungen hatte und dann damit auftrumpfte America First, dass einer unserer Kirchenoberen, nämlich der Präses, damalige Präses der westfälischen Landeskirche, oder war es der rheinischen, das könnte ich jetzt durcheinander bringen, jedenfalls sehr deutlich sagte, wenn wir damit anfangen, America first, mein Land zuerst, treffen wir uns bald auf den Schlachtfeldern wieder. Und auf eine sehr schreckliche Art und Weise hat er Recht behalten. So, also prophetische Rede verachtet nicht. Das Dumme ist nur, unter den Bedingungen unseres Kirchentums, des evangelisch-lutherischen hier, und ich denke, Ähnliches gilt für das römisch-katholische, ist so schwer auszumachen, was denn prophetische Rede sei und was denn einfach nur allgemeines kirchliches Normalverkündigen sei. Das ist nicht so einfach festzustellen. Dennoch, prophetische Rede nicht verachten. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und dann kommt der schöne Segenswunsch. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Hier drin steckt an betonter Stelle das Wort heilig. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Das heißt, Gott ziehe euch ganz und gar samt Seele und Leib auf seine Seite, die Seite des Heiligen, dass ihr dem Unheiligen und Widergöttlichen entgegentreten könnt. Und zwar als die Heiligen, nicht als die, die mit unheiligen Mitteln versuchen, dem lieben Gott eine scheinbare Macht zu verschaffen auf dieser Erde,
sondern indem ihr mit den Mitteln Gottes, der bedingungslosen Liebe und der unendlichen Geduld, Leute für ihn gewinnt. So, mehr brauche ich nicht zu sagen heute. Amen. Wegen des grauslichen Wetters draußen halte ich mich heute mal sehr kurz mit meinen Gebeten. Lasst uns beten. Lieber Gott, deine Welt lechzt nach Frieden. Gewähre ihn ihr. Steck allen, die darüber irgendwas zu befinden haben, Lichter auf, ganze Lichter, Bäume auf, dass sie merken, welch ein Unsinn das ist, Kriege zu führen und Kriege zu veranlassen, und hilf ihnen, an den Verhandlungstisch zurück und Wege des Friedens finden. Wir bitten dich um Frieden, aber auch für die kleinen Verhältnisse, die Verhältnisse in den Familien, in den Nachbarschaften, in den Hausgemeinschaften, in den Dörfern und Städten. Wir bitten dich um gedeihliches Wetter für die Früchte des Feldes, darum, dass Saat und Ernte nicht aufhören, solange diese Erde steht. Und wir bitten dich für die Kranken, für die Kleinmütigen, die Trübseligen, die Ausgetickten, die Gemütskranken, schließlich auch für die, die sich verstrickt und verheddert haben und abhängig geworden sind, um Befreiung und um neues Leben. Am Ende bringen wir uns selbst vor dich und bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass wir erkennen, was die Zeichen der Zeit sind, und ihnen aus deiner Liebe heraus, aus der Fülle deiner Gaben heraus begegnen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte du Herr um uns Wacht wie um den Stern im Auge, und unter dem Schatten deiner Flügel bewahre uns. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist.